Noch genießt das Vieh die letzten Tage auf der Alp, doch der Bergsommer neigt sich dem Ende zu. Für die Erzbergalpe im Hintersteiner Tal sind es nur noch 3 Tage bis zum Viehscheid. Hirte Alfons Hartl macht sich zusammen mit seinem Kleinhirten ein Bild der Lage. Glücklicherweise ist in diesem Jahr keinem Tier etwas passiert. Deshalb bindet die Tochter des Hirten, Katrin Hartl, in der Hütte schon den Kranz für das Kranzrind. Die 30-Jährige macht das schon seit 15 Jahren. Sie ist gelernte Floristin und weiß natürlich, wie sie vorgehen muss. Als allererstes hat man natürlich das Grundgerüst und dann facht man wirklich von oben an mit dem Kreuz. Dann unter die Seitenteile. Ich fange jetzt meistens einfach mit dem Hintersten an. Und das Vorderste soll natürlich am schönsten sein. Dann wird unter von der Krone das Runderbunde und dann wird die Larve, seit man bei ist, unter hin gemacht, inkängt und dann mache ich da einfach ums Rädel und am Schluss wird dann nur der Spiegel hingemacht und dann ist so wird eigentlich fertig. Das Besondere an den Kränzen von Katrin Hartl ist, dass sie komplett aus Naturmaterialien sind, die außerdem noch selbst am eigenen Berg gesammelt wurden. Und so werden Hagebutte, Distel, Schafgarbe, Latschenkiefer und Co. verwendet. Eine außergewöhnliche Tradition in Bad Hindelang ist das Kreuz oben auf der Krone. Die Menschen hier sind verwurzelt im Glauben. Die Tradition fängt damit erstmal an, dass Hirt und Herde, bevor die ins Gebirge hochgehen, auf die Hochalp, schon unter das Zeichen des Kreuzes gestellt werden als Schutz und Segen. Und nachher beim Scheid ist dieses Kreuz dann wieder in dieser übergroßen Krone auf dem Vieh, auf dem Kopf, auch wieder als Schutz Gottes dargestellt. Innerhalb dieser Blüten, Kräuter, die sollen einfach einen guten Bergsommer darstellen, aber es kront oben drüber halt dieses Kreuz. Und dieses Kreuz ist also einfach dieser Bezug zu Gott, zum Himmel und der Schutz, den sie ja über 100 Tage erfahren haben. Die Bitte um den Segen Gottes ist sogar auf einigen Schellen zu sehen, die die Rinder beim Viehscheid in wenigen Tagen tragen werden. Und so scheint es, dass dieser Brauch des Alpabtriebs doch auch viel mit den christlichen Werten der Hirten und Landwirten zu tun hat. Die Hirten bekommen von mir bei der Segnung, also 100 Tage vorher an der Hubertuskapelle hinter dem Tal bei den Alpen, zum Beispiel auch eine Wetterkerze. Und die steht bei den Hirten in diesen 100 Tagen in der Hütte. Die wird entzündet bei Gewitter oder Gefahren. Und dann wird auch ein Gebet gesprochen, das sie dann von mir auch dazu bekommen und so. Und die Hirten kommen auch fleißig dann zum Berggottesdienst. Also ich glaube, das ist keine Show. Das ist wirklich ein fester, gelebter Glaube, der noch sehr wichtig ist. Ich weiß es auch von Bauern, die auch, wenn das Vieh jetzt wieder heimkommen, zu Hause auch ihren Stall aussegnen lassen oder zum Beispiel auch diesen Kranz, diese Krone, sehr lange dann noch im Stall stehen haben. Doch das ist für dieses Jahr noch Zukunftsmusik. Zunächst muss Katrin Hartl von der Erzbergalpe ihren Kranz fertig machen. Für die 30-Jährige ist diese Arbeit schon ein fester Bestandteil im Jahreskreislauf geworden. Klar, wenn man sehr immer dabei ist, sie Kind sieht man auf der Welt, es ist ein gewisser Stolz dahinter, dass man alles gesund wieder heimbringt. Dann, ja, klar, du das, dass ich es einfach gelernt habe, heißt halt, tätst du wieder, machst du wieder. Ja, man hilft einfach zusammen, die eine sammelt, die andere. Mama tut noch das Zeug herschnüpfeln, ich tue binden. Und ja, es freut mich halt einfach nachher da, wenn man es sehr gemacht hat. Wenn andere nachher sagen, mei, den hast du wieder Ski gemacht oder das ist toll geworden. Und das ist halt noch einfach Ski. Und dann ist es soweit. Der Tag des Viehscheids in Bad Hindelang ist gekommen. Hier Bilder aus den letzten Jahren. Stolz präsentieren die Hirten ihre Kranzrinder.